So, wir haben hier einen Balken gegeben, Länge a, Länge a, Länge a halbe, Länge a halbe, zwei reibungsfreie, gewichtsfreie, reibungsfreie Umlenkrollen. Hier ist ein Seilzug drüber gehängt. Dieses ist hier zweimal um eine feste Walze rumgelenkt und hier ist ein Gewicht. Mit welcher Kraft F muss man hier halten, damit das Gewicht nicht runterfällt? Und dann soll man M, N und Q zeichnen, Freikörperbild, Einspannreaktion. Fangen wir mal an mit der Kraft F. Die Kraft F ist gerade M mal G, das ist die Kraft hier. Und jetzt muss ich teilen durch E. Und jetzt kommt Nü mal dem Umschlingungswinkel. Und dieser Umschlingungswinkel ist einmal 2 Pi und nochmal 2 Pi. Das sind 4 Pi. Ich kann auch sagen, das ist M mal G mal E hoch minus 4 Pi. Das ist dasselbe. Und natürlich mal Nü. Also allgemein kann ich sagen, wenn ich einen festen Bolzen habe und habe hier eine Seilkraft S1 und hier eine Seilkraft S2 und den Umschlingungswinkel Phi, dann kann ich sagen, S2 ist gleich S1 mal E hoch μ Phi für den Fall, dass S2 die größere Kraft ist und S1 durch E hoch μ Phi oder S1 mal E hoch minus Nü Phi für den Fall, dass S2 die kleinere Kraft ist. Das sind die Grenzfälle. Allgemein kann ich sagen, wenn ich eine Kraft vorgebe, zum Beispiel die Kraft S1, dann muss die Kraft S2 zwischen dieser Kraft und dieser Kraft liegen und im Grenzfall erreicht sie eben gerade diese Werte. Wir nehmen also unseren Taschenrechner, setzen die 100 Kilogramm, die 9,81 und den Umschlingungswinkel ein. Wir erhalten für die Kraft F die Kraft 79,46 Newton. Und das ist die Kraft, die jetzt in diesem Seil hier und hier und hier rumgeht. So, jetzt kann ich bei einer Rolle grundsätzlich die Kräfte, die am Umfang wirken, zum Beispiel hier eine Kraft F und hier eine Kraft F, dann geht immer die resultierende dieser Kräfte genau durch den Mittelpunkt, solange diese Kräfte gleich groß sind. Und deswegen sind die Gleichgewichtshaltenkräfte an der, im Walzenmittelpunkt. Das heißt, ich kann die Kräfte, die in Wirklichkeit hier und hier angreifen, beide im Mittelpunkt antragen. Und damit habe ich folgendes Bild. Wir haben jetzt also im Prinzip einen Balken. Dieser Balken sieht so aus, geht hier nach unten und wird jetzt durch folgende Kräfte belastet. Wir haben hier eine Kraft F, wir haben hier eine Kraft F, wir haben hier eine Kraft F und wir haben hier eine Kraft F. Die Summe der Horizontalkräfte sagt aus, dass diese Kraft hier 0 ist. Die Summe der Vertikalkräfte sagt aus, dass diese Kraft 2F ist. Die Summe der Momente um den Punkt hier sagt aus, dass sich die beiden Kräfte aufheben und ich kann sagen, hier habe ich im Prinzip eine resultierende von 2F. Die hat einen Hebel von 1,5a. Und wenn ich das miteinander multipliziere, bekomme ich hier also ein Einspannmoment raus. Und das ist dann gerade 3fa. Das Ganze können wir ausrechnen. 2f sind dann also 158,9. Das ist also AV. Ist 158,9 Newton und das Einspannmoment MA sind gerade 3 mal F mal A und da erhalte ich 476,8 Newtonmeter. So, damit ist das Freikörperbild geklärt. Jetzt kann man die Normalkraftfläche zeichnen. Ich zeichne also den Balken hier nochmal hin. Wähle irgendwo eine gestrichelte Faser, also im Prinzip ein Koordinatensystem. Das wählt man üblicherweise so, dass man das hier unten hat. Hier ist es relativ klar und hier kann man sich's aussuchen. Es ist ziemlich, denke ich, völlig egal, wo ich es wähle. Ich wähle es mal hier. So, jetzt möchte ich die Normalkraftfläche malen. Hier habe ich eine Zugkraft von F, die kommt jetzt auf diese Seite und ist eben im Prinzip F. Hier habe ich das Ding auch, eine Zugkraft mit F.
Und hier in der Mitte habe ich eine Druckkraft. Und das ist minus F. Wenn ich also hier schneide, habe ich dieses System hier. Und dann kann ich sagen, in Längsrichtung des Balkens wirkt die Kraft minus F. So, hier ist keine Kraft drin, weil sich die beiden Kräfte aufheben. Wenn ich also diesen Schnitt mache, ist die Kraft in x-Richtung 0. Deswegen ist hier nichts mehr. Und das ist jetzt das Normalkraftdiagramm. Kommt als nächstes das Querkraftdiagramm. Das Querkraftdiagramm sieht dann so aus. Gestrichelte Faser bleibt natürlich an derselben Stelle. So, und eine positive Querkraft. Hier hatten wir sie innen gelegt, also hier wieder weg. So, und wir wollen ein Querkraftdiagramm zeichnen. Eine positive Querkraft ist hier so rum definiert und wenn der Balken senkrecht ist, ist die positive Querkraft so rum. Das heißt, die Kraft F4 ist schon mal eine positive Querkraft. Hier haben wir ein Plus und F. Jetzt gucken wir uns den Balken hier an. Da ist es völlig egal, wo die gestrichelte Faser ist. Wenn ich dieses Normkästchen also umdrehe, ja, dann habe ich eben im Prinzip die gestrichelte Faser auf der anderen Seite und die positive Querkraft wirkt immer noch in der Richtung. Und deswegen kann ich sagen, dass diese Kraft hier verglichen mit dieser Kraft hier eine negative Querkraft ist. Also minus und F. Jetzt gehe ich hier hin und stelle fest, ich habe eine positive Querkraft F. Das heißt, hier kommt also ein Plus hin und ein F. Und hier kommt ein Plus hin und 2F. Also die sollten eigentlich bis hier oben hingehen. Also hier wie gesagt eine negative Fläche minus F. Hier eine positive Fläche plus F. Hier eine Rechteckfläche plus F. Hier eine Rechteckfläche plus 2f. So, dann sind wir beim Momentendiagramm. Das Momentendiagramm, wir sind wieder dabei, den Balken zu zeichnen. So, wie sieht das aus? Ich habe hier eine Kraft, also kommt das Ding auf diese Seite hier und ist F und A und halbe und negativ. Also die Kraft F hat den Hebel A halbe. Das schlage ich hier rum. Jetzt kommt nochmal F mit dem Hebel A dazu. Dann bin ich hier bei, also hier F A halbe und hier 3 F A halbe. Hier habe ich die Kraft auf der Seite angreifen, das heißt, das Moment kommt auf die andere. Bei der gestrichelten Faser hier ist das ein negatives Moment und das ist F mal A halbe. Und wenn ich jetzt das Gleichgewicht mache an der Rahmenecke, stelle ich fest, ich habe hier einen Moment 3 F A halbe und hier habe ich einen Moment F A halbe. Also fehlt hier noch ein Moment F mal A. Also habe ich hier ein F mal A. Und dann sind wir hier bei 2 FA. Und das hatten wir bereits als Einspannmoment. Moment, da ist noch was falsch. Da muss ich nochmal nachrechnen. Vorhin hatten wir als Einspannmoment F mal 1,5a, das war 3fa. Also muss hier ein Fehler vorliegen. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wo der Fehler ist. Aha, die Querkraftfläche ist hier doppelt so groß. Das heißt, das F mal a ist schon richtig. Die beiden Momente hier heben sich im Prinzip weg. Das Moment hier gibt F mal a. Aber jetzt steigt das Ding ein bisschen steiler. Hier habe ich also nur die Steigung sozusagen 1. Und hier ist die Steigung doppelt so groß. Das Ding sollte ich also größer malen. Und dann kann ich eben im Prinzip feststellen, dass das Moment da hinten 3FA ist. So. Also hier eine 3FA. Ja, damit ist auch die Momentenfläche fertig. Und eigentlich ist die Aufgabe hiermit zu Ende. Also von FA halbe steigt das Ding linear ran auf 3 halbe FA, springt wieder um FA halbe nach unten, geht bei FA los und geht dann auf den Wert 3FA rauf. Das ist das Einspannmoment.
Die Reaktionskräfte haben wir hier bereits angetragen und dann ist dieser Teil fertig. Wir können gerade noch mal gucken, wo die Formel herkommt. Wir haben also im Prinzip einen beliebigen feststehenden Poller und legen dort ein Seil rum. Und wir nehmen mal an, dass die eine Seilkraft die größere ist und die andere Seilkraft die kleinere. Zum Beispiel S2 sei größer als S1. Jetzt gucken wir uns hier eine beliebige Stelle an. Und das ist der Winkel Dφ. Dann sieht das Ding im Prinzip so aus. Ich habe also hier das Seil und ich habe hier drunter sozusagen den Mittelpunkt von der Walze. Dann habe ich eine Seilkraft, die hier den Betrag S hat. Also S1 wächst langsam auf, bis es auf S2 ist. Hier habe ich ein S plus dS. Hier habe ich einen Winkel dφ. Das dS ist vernachlässigbar klein gegenüber dem S. Wenn ich die Kräfte hintereinander zeichne, taucht der Winkel dφ wieder auf. Und dann kann ich sagen, ich habe hier eine Normalkraft und die ist gerade S mal dφ. Diese Normalkraft, die ich dN nennen soll, bewirkt eine Reibungskraft, die ist nü mal S mal dφ. Und die wirkt in dieser Richtung hier. Das ist also nü mal S mal dφ. Und wir machen die Summe der Kräfte in der Richtung hier, wobei der Winkel so klein ist, dass der Kosinus von dem Winkel 1 ist. Das heißt, diese Kraft und die Reibungskraft wirken in der gleichen Richtung. Dann steht da S plus dS minus S und minus nü mal S mal dφ ist gleich 0. Diese kürzt sich mit der hier weg. Dann steht da also dS ist gleich nü mal S mal dφ. Separable Differentialgleichung, Trennung der Variablen, dS durch S ist gleich nü dφ. Integration. Die Integration kann statisch bestimmt oder statisch unbestimmt erfolgen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich integriere von S1 bis S2 und ich integriere hier von 0 bis zum Umschlingungswinkel, nennen wir den einfach mal, ja, egal wie, zum Beispiel Xi. Wir haben also den gesamten Umschlingungswinkel, der wäre dann Xi. So, und dann könnte ich im Prinzip sagen, der Logarithmus von S in den Grenzen von S2 bis S1 ist gerade nü mal Phi in den Grenzen von 0 bis Xi. Das ist der ln S2 minus der ln S1, Logarithmengesetz angewendet, ln S2 durch S1. Und das ist gerade nü mal phi. E-Funktion darauf losgelassen. S2 ist gleich S1 mal e hoch nü phi. In Worten ist das Seil unmittelbar davor, in dieser Richtung hier durchzurutschen. Ist S2 die große Seilkraft und S1 die kleine Seilkraft. Kennen wir nun das μ und den Umschlingungswinkel, können wir, wenn wir die eine Seilkraft haben, die andere ausrechnen. Ja, damit ist die Formel hergeleitet, das ist das Seilreibungsgesetz.